Ein Bett ist frei. Oh, wir kriegen Besuch von Händlern. Lasst uns sie ausnehmen. Sie haben kleine Kapaya mit. Und sie haben Affen mit. Die Holzbetten werde ich nicht mehr brauchen. Die kann ich denen ruhig verkaufen. Uran haben die. Die haben auch Stahl mit dabei. Stahl ist günstig. Dann kann ich mir sparen, das abzubauen. Von Blöcken habe ich mehr als genug. Da kann ich das wieder rüber verkaufen. Die ganzen Ledergeschichten. Nicht alles, aber hier ist Eichhornleder. Rattenfell. Faultierwolle. Bauteile kaufe ich euch gern ab. Befruchtete Emu-Eier. Meine Sau kriegt er nicht. 200 für den Affen. Worum geht's in dem Spiel? Ich weiß nicht, wie oft ich es heute schon erklärt habe, aber machen wir es einfach nochmal. Generell geht es darum, du stürzt mit ein paar Leuten auf einem Planeten ab und versuchst sie am Leben zu halten. Und versuchst später ein Raumschiff zu bauen, um vom Planeten wieder wegzukommen. Der kann die Kleidung aus dem normalen Stoff auch herstellen. So, jetzt sind alle Schweine gehorsam. So, ein weiterer Akku gebaut. Die Windturbine hat auch genug Stahl inzwischen. Dann sehen wir gleich, wie viel die produziert. Ach, die Hochzeit von Ignat und Mi sind jetzt. Beziehungsweise ist jetzt. Gerade wo die Handelskarawane da ist. Erzeugte Leistung 0 Watt. Was? Wie hat eine Schlägerei angefangen? Alter! Bist noch ganz dicht, Table. Nur weil die dich heiraten will. Die wollte gerade heiraten. Und du hast nichts Besseres zu tun, als dir erstmal in die Fresse zu wichsen. Ja, gestresst, ne? Sei froh, dass wir dich brauchen. Die Turbine ist falsch herum. Das ganze Feld, was bei der Windturbine ist, muss frei sein. Moment.
Da wurde mir aber gesagt, letztendlich, dass die Solarzellen nicht im Weg stehen. Na egal, das scheint erstmal keine Energie zu regenerieren. So, es wird eine ganz beschissene Situation geben, weil ich mache meine Geschütze an. Die Karawane ist noch hier. Nee, Ignat, du musst nicht das Ding nehmen. Und wenn ich aus Versehen einen von der Karawane treffe, greifen die auch mich an. Nein! Nein! Die buddeln sich ein Loch unten durch! Renn weg, du Salami! Weg, weg, weg! Die Granate! Lauf, lauf! Der Stamm greift an! Wie mein Ruf ist negativ! Das habe ich mir nicht gedacht! Geh weg! Das war jetzt Pech, ey. Na komm, die haben keine Deckung mehr. Tut mir leid, wir essen dich, Schwein. So ein Massaker. Das sind meine eigentlichen freundlichen Nachbarn, meine Gegner.
Zeit, ein Raumschiff zu bauen. Schwierigkeit der Anwerbung 99%. Na super. Ach, da, guck mal. Der Bandi-Boss, der liegt da noch rum. Hat die Granaten und Silvester im Nahkampf eigentlich. Ach so, die ist arbeitsunfähig im Moment. Verdammte Hacker einfach. Ach, scheiß drauf. Der war jetzt eh nicht so dolle. Versucht den beiden einfach zu helfen, dann lassen wir die frei und schicken die zurück. Die kommen immer wieder durch. Wenn ich das jetzt zumache, buddeln die sich irgendwann nochmal da durch. Ich kann es natürlich versuchen, aber normalerweise, wenn so ein Weg mal offen ist, kommen die immer wieder. Sau 2 ist am Blutverlust gestorben. Mein Haustier starb. Ach, die haben den Hund auch erschossen. Die Armen. Unsere ganzen Schweine tot. Ich hasse Granaten. Alles, was explodiert, ist Kacke. Wir sind gerade alle noch so angepisst hier. Beziehungsweise noch verletzt. Der eine hat eine Infektion oder was auch immer. Ja, hat eine leichte Infektion. Was hat er im Moment? Den Ringfinger... Er ist abgeschlagen. Wahrscheinlich von dem... der hatte gar keinen Kampf. Er hat die Prellung auf der linken Faust, als er mir geschlagen hat. Ja, super. Kannst du kämpfen, Ignaz? Ja, erstmal die Schweine schlachten, ne? Jetzt versucht ihr den anzuwärmen, während der Tod vor der Tür liegt. Beziehungsweise sie macht ein freundliches Gespräch. Er hat einfach zu starke Schmerzen.
Er braucht auch eine Behandlung. Ach, sein Kiefer wurde auch zertrümmert, er kann nicht mehr sprechen. Die Probleme kennen wir ja. Oder er hat seinen Kiefer verloren, keine Ahnung. Das Hauptproblem ist, er kann da eigentlich nicht mehr essen. Aber zurzeit hat er noch genug Nahrung, Intus. So, aber an der Stelle würde ich einen Break machen, auch wenn gerade sehr viel schief läuft. Naja, schief läuft nicht, aber war jetzt gerade ein bisschen mehr Action. Oh, meine Güte. Kann sich wenigstens den anderen verprügeln direkt. Jetzt töten wir dich. Scheiß drauf. Sobald die beiden halbwegs wieder fit sind, sollen die einfach sich einfach verpissen. Die machen mir zu viel Ärger. Die kann ich aber nicht anwerben. Ich brauche zwar neues Personal, aber ich kann die nicht anwerben. Das ist zu schwer. Du wirst schlechte Laune haben wahrscheinlich, weil du gerade, ja, Haustier halt tot und all so Geschichten. Die Leute sollen zufriedener sein in ihrer Umgebung. Die Turbine ist blockiert. Ich habe die Turbine schon lange abgerissen. Ich glaube, er blutet aus. Bling. Ja, schwere Krankheit ist die Infektion. Oh, sie hat eine Leiche gesehen. Das ist jetzt traurig. Mein Gott, es liegen hier überall Leichen gerade rum. Da wird eine mehr oder weniger dich jetzt doch jetzt gerade nicht total in die fertig machen. Die fasten Maulwürfe kommen. Leute, wir sind gerade dabei, eure Leute erstmal zu begraben. Natürlich fühlst du dich nicht gut.
Deine Infektion macht dir zu schaffen, mein Guter, aber ist bald vorbei. Keine Materialien, weil kein Stahl da. Ich kann nichts verändern. Er muss da selbst immun werden gegen. Jetzt habe ich nicht mitbekommen, dass sie in Angriff starten. Oh, das Stahlgeschütz ist schon ziemlich angeschlagen. Genau, spreng die Schweine mal weg. So, noch mehr Leichen, die sie sich angucken kann. Ich begrab die jetzt alle einfach. Scheiß auf das Ausziehen oder sonst irgendwas. Der kriegt sein... Nein, Beryl hat bei der Operation versagt. Beryl, du Idiotin. Sie hat Ignat getötet. Ah, scheiße. Jetzt wird mir nachher voll abgehen, weil es ja... Sorry, Mie, du musst mal einfach da stehen bleiben. Wir müssen deinen Mann leider verschwinden lassen, bevor du ihn sehen kannst. Mein Verlobter Ignat starb. Okay, sie ist trotzdem angepisst. Aber besser, dass sie ihre die Leiche nicht gesehen hat von dem. Begrabt ihr einfach alle. Scheiß drauf. Natürlich bis jetzt ein bisschen gestresst. Ja, theoretisch können die ja auch schon Stahl abbauen, wenn sie wollten. Ey, das Eichhörnchen hat das Essen weggegessen. Dass du schlechte Laune hast, ist mir schon klar.
Immerhin ist dein Mann gestorben. Was willst du noch machen? Eigentlich habe ich schon gesagt, hör auf, ne? Aber man merkt halt einfach, das Spiel kostet halt ein bisschen Zeit. Du begrab mal die Leute. Ja, Thema Krankenbett, ich weiß. So, Mörser freigeschaltet, bringen wir gerade aber nicht so viel. Ach, die reparieren die Sandsäcke, das dauert so lange. Oh, gleich ist sie durch. Zusammenbruch vor Trauer. Ach, Uran. Ich hoffe, wir können einen Strahlentod nicht sterben. So, aber an der Stelle, Break, vielleicht überleben wir nächstes Mal noch ein bisschen. Man muss schauen. In dem Sinne erstmal Tschüle nach YouTube vom Live-LP.